Herzlich willkommen zu unserem Sonntag-Gottesdienst. Der Gottesdienst ist vielleicht noch zu früh gegriffen oder zu kurz gegriffen, wie man will. Und es fehlt einfach die Gemeinschaft. Ich freue mich, euch wieder hoffentlich bald live sehen zu können. Aber noch dürfen wir zusammen Gottesdienst vor dem Handy oder dem Computer feiern. Mein Thema heute ist, was 1, 2 oder 3 mit Corona zu tun hat. Oder plakativ gesagt, mit dem Ende der Welt. Das ist schon ein bisschen sehr plakativ. Aber ich finde, es klingt gut. 1, 2 oder 3 ist ein Fernsehquiz für Kinder. Da spielen drei Nationalteams gegeneinander. Da werden Fragen gestellt. Manche sind ganz schwierig, da muss man so richtig raten. Und da gibt es dann drei mögliche Antworten zur Auswahl. Und dann geht es darum, dass man auf diesen drei Feldern mit der möglichen Antwort sich so platziert, dass man am Schluss richtig steht. Und da heißt es dann, ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Mit dieser Sendung bin ich ein bisschen aufgewachsen. Ich fand die immer mega cool und wollte auch mal dabei sein, aber es hat irgendwie nie geklappt. Ich habe mich auch nie richtig darum bemüht. Am Schluss gewinnt dein Team und das kann dann ganz tolle Preise mitnehmen. So war es zumindest früher, keine Ahnung, wie es heute ist. Auf jeden Fall Corona, das andere Thema, das mit dem irgendwie zu tun hat, das ist das Thema, das uns momentan im Griff hat. Darum können wir uns ja auch nicht normal zum Gottesdienst treffen oder normalen Gottesdienst feiern, sondern über den Bildschirm. Home Church sozusagen. Das ist das Thema, das uns völlig im Griff hat. Es bestimmt, wie nahe wir aneinander kommen, dass wir uns nicht mehr umarmen können, dass wir Abstand halten müssen. Ich lese bevorzugt zwischendurch mal die NZZ, weil es einfach eine Zeitung ist, die sehr breit berichtet und ich finde sehr gut fundiert. Und auch die berichten nur von Corona. Es nervt. Ja, es nervt schon vieles daran. Und ja, es ist eigentlich nicht überraschend, dass viele Verschwörungstheorien auftauchen, dass das Labor, ein chinesisches Labor dieses Virus kreiert hat. Wie sollen wir das kreieren können? Wir können nicht mal einen Impfstoff dagegen kreieren. Oder dass Bill Gates die Weltherrschaft an sich reißen möchte mit einer Impfkampagne. Es gibt ganz, ganz viele komische Dinge. Oder dass die Gesundheitspolitiker die Macht an sich reißen möchten. Gut, die haben schon relativ viel Macht, aber irgendwie schützt das uns auch oder hilft, dass wir irgendwann wieder normal treffen können. Und viele wollen dann noch suchen quasi Antworten in irgendwelchen Schriften. Der Maya-Kalender, den gibt es ja leider seit 2012 nicht mehr in aktueller Version. Der ist irgendwie zu Ende. Das Ende kam leider nicht, sondern jetzt sind wir schon 8 Jahre später dran. Ist die Auswahl schon ein bisschen beschränkter. Ein Buch, das immer Gültigkeit hat bei solchen Fällen, ist die Bibel, und zwar die Offenbarung. Das macht man auch gerne auf und dann schaut man sich diese Bilder an, die viele nicht verstehen, ich auch nicht. Da ist von vielen Dingen die Rede, die wir nicht richtig einordnen können oder nicht recht einordnen können oder sehr schwierig einordnen können. Und versucht da das Geschehen ist, was wir uns aktuell beschäftigt, da irgendwie einzupassen, damit das irgendwie aufgeht in unserem Weltbild. Dass die Zornesschalen mit den Seuchen und so die Menschheit ausrotten möchten. Und so, und dann sagen die Leute, die Bibel hat recht. Und spannenderweise höre ich das auch von Leuten, die sonst nichts mit dem Glauben oder Kirche am Hut haben, und sagen, ja, die Bibel ist ein spannendes Buch und sie scheint doch recht zu haben. Ich muss euch leider enttäuschen. Es geht nicht ums Recht haben. Das ist ganz mühsam, Leute, die immer recht haben. Und das ist da ein bisschen die Offenbarung, die bringt uns dazu, dass wir das haben möchten. Es ist ja das, so, es ist das Buch am Schluss der Bibel und es ist auch das Buch, das vom Ende berichtet. Und das ist wie wenn man ein Buch liest und zuerst sich das Ende vorweg gönnt, um zu wissen, wie es ausgeht.
Und dann es allen anderen sagen möchte, mich nervt das, ich möchte das Ende selber erfahren. Und so ist es auch ein bisschen anstrengend, Leute, die immer einem sagen, wie muss, was richtig ist und was falsch ist. Und ich glaube aber nicht, das ist die Botschaft von der Offenbarung, um die Bibel recht fertigend oder wahr machen muss. Sondern es berichtet vom Ende, dass es ein gutes Ende gibt. Denn das Böse, das wird vernichtet. Das Böse in dieser Welt, das wird vernichtet. Jesus ist Sieger. Und seine Kinder, seine Familie und seine Freunde, die werden gerecht gemacht und dürfen mit ihm am großen Tisch sitzen und feiern. Und es ist eben nicht unsere Gerechtigkeit, die macht, dass wir das sein dürfen, sondern es ist die Gerechtigkeit von Jesus, die uns schützt und die uns zudeckt. Oder wie man es auch immer sagen möchte. Und die zentrale Botschaft von der Offenbarung oder von der Bibel überhaupt ist, wer bei Jesus im Team ist, der gehört zum Winner-Team. Wenn Jesus dabei ist, können wir nicht verlieren. Das ist ein bisschen bescheißen, oder? Wenn man beim richtigen Team ist, dann man kann nicht immer gewinnen, aber bei Jesus eben schon. Das ist so cool. Und es ist nicht wie bei 1, 2 oder 3, wo wir richtig raten müssen oder recht haben müssen, dass wir am Schluss auf dem Podest stehen oder einen Pokal in den Händen haben, sondern es ist, kommt darauf an, wer das bei uns im Team ist. Und nicht, dass wir recht haben mit unserem Team. Wir wissen, egal was kommt, ob da noch hunderte solche Seuchen kommen und all diese Dinge, die eben in der Offenbarung Thema sind, Jesus ist Sieger. Egal was kommt, Jesus ist Sieger. Wir haben nichts zu verlieren. Und das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Wenn wir nichts zu verlieren haben, dann können wir ganz entspannt für sein Team Punkte sammeln. Wir können, wie wenn wir eine große Sammelkarte haben, zusammen all diese Kleberli sammeln, wenn wir einen Gabenzaun pflegen oder wenn wir einfach das Reich Gottes auf die Erde bringen, sammeln wir Punkte für sein Team. Und das können wir ganz entspannt, weil wir wissen, es kommt gut, Jesus ist Sieger. Er wird am Ende gewinnen und weil er gewinnt, gewinnen wir auch. Und so können wir Punkte sammeln für das große Fest am Ende. Und ich wünsche euch einfach viel Frieden und Gelassenheit in dieser Zeit, weil wir wissen dürfen, Jesus ist Sieger. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.